Gamerinos und Gamerinas. Willkommen bei Unicorn Storm und lasst mich mal eine kleine Sache erklären. Als Kind stand ich total auf Plattformer. Aber was ist besser als Plattformer? 3D-Plattformer mit offenen Leveln. Und wie wär's mit großen Collectibles? Ah! Und wie wär's noch mit Bossfights in jedem Level? Und noch kleinen Collectibles? Und mit mehreren spielbaren Charakteren? Und noch viel, viel mehr Collectibles? Und, ihr seht vielleicht, wo das hinführt. Ja. Ja, schaut das an. Das sieht wirklich nicht appetitlich aus. Na gut, also greifen wir uns einfach den Tee des Tages, der dieses Mal köstlicher Melonentee ist. Tada! Und schauen uns Donkey Kong 64 an. Nachdem Rare den Sprung in die dritte Dimension und auf 64-Bit geschafft haben, wollten sie natürlich auch dem Donkey Kong-Franchise, mit dem sie auf dem Super Nintendo solchen Erfolg hatten, einen ordentlichen 3D-Nachfolger bieten. Banjo-Kazooie sollte sich hierbei als wegweisend herausstellen. Donkey Kong sollte offene, nonlineare Level haben, mit einer Vielzahl unterschiedlicher Herausforderungen und natürlich einer Reihe an Collectibles. Dabei war das nicht mal von Anfang an so geplant. Die Arbeiten an dem N64-Teil begannen gleich nach Veröffentlichung von Dixie's Double Trouble und da die Möglichkeiten und Limitationen der neuen Hardware noch großteils unbekannt waren, sollte das Spiel traditioneller sein und sich am linearen Design der Donkey Kong Country-Reihe orientieren. Und dieses Vorhaben bestand auch für die nächsten 18 Monate, bevor das Design grundlegend geändert wurde und sogar Entwickler des kürzlich vorher veröffentlichten Banjo-Kazooies zu diesem Projekt hinzugezogen wurden. Und das Spiel schlussendlich auf der Banjo-Kazooie Engine entwickelt wurde. Das Spiel wurde 1999 für das Nintendo 64 veröffentlicht und es ist eines der wenigen Spiele, die das Expansion Pack zwingend erfordern. Diese Arbeitsspeichererweiterung sollte ursprünglich der Konsole ermöglichen, größere und bessere Texturen zu laden, aber letztendlich haben wir es einem Glitch im Spiel zu verdanken, dass das Spiel ohne ein Expansion Pack nicht gespielt werden kann. 2015 wurde das Spiel als eines der ersten N64-Spiele auf der Virtual Console der Wii U veröffentlicht. Auch diese Version hat das ein oder andere Problem, wie zum Beispiel ein Glitch, der das Spiel crashen lässt, wenn man zu lange nur über die Save-States-Funktion speichert und dadurch der In-Game-Timer zu weit ansteigt. Nebst anderen Problemen, auf die ich zum Teil noch eingehen werde. Ich habe für dieses Video sowohl Footage von der Wii U-Version als auch von der originalen N64-Version. Und da ich die Gamepad-Steuerung der Wii U für N64-Spiele gar nicht abhaben kann, da sie den N64-Controller einfach nicht optimal simulieren können, allein schon, weil die C-Knöpfe nicht auf einen komplett stufenlosen Stick übersetzt werden können, habe ich mir diesen handlichen Adapter besorgt, um den N64-Controller an eine Wiimote anzuschließen. Die Konsole denkt, ich hätte einen Classic-Controller angeschlossen und ich muss zum Teil die Knopfbelegung anpassen, aber wenn man die Tastenbelegung für das Wii U-Menü entfernt, steuert sich das Spiel exakt so wie auf dem N64. Und es ist mir egal, ob man sich ständig über diesen für Aliens designten Controller lustig macht. Das ist einfach die einzig wahre Steuerung für dieses Spiel. Donkey Kong Country eröffnet mit einer pompösen Cutscene. Grant Kirkhope präsentiert seinen Soundtrack und wir dürfen die prächtige Grafik des N64 bewundern. In Theorie zumindest. Tatsächlich hat die vollkommen dreidimensionale, aus Polygonen bestehende Welt weit weniger Details und Charme als die SNES-Spiele. Und wie wir wissen, sind Nintendo 64-Spiele im Großen und Ganzen recht schnell und nicht immer sehr graziös gealtert. Dabei möchte ich nicht sagen, dass das Spiel in irgendeiner Form hässlich ist. Es gehört noch immer zu den hübscheren N64-Spielen und trotzdem überzeugt die Optik bei weitem nicht so wie die Super Nintendo-Spiele. Oder aber Rares anderes N64-Franchise, Banjo-Kazooie. Wir sehen die neue Interpretation von DK Island. Sie hat einiges an Ähnlichkeit zur Version aus Donkey Kong Country, mit einigen Veränderungen an ihrer Funktion
sowohl als vollkommen zugängliche Hubworld als auch als Spielplatz für Puzzles und Plattforming-Herausforderungen. Jedoch muss ich sagen, dass sie etwas arg bunt und farbenfroh ist und dabei dennoch so manches Detail wie eben die Wälder aus dem Vorgänger entbehrt. Aber für den gewählten Stil tut sie schon ihren Zweck, also möchte ich mich gar nicht großartig beschweren. Nachdem wir die Insel von allen Seiten präsentiert bekommen haben, schlägt die Musik um und es nähert sich ein riesiges, metallenes Konstrukt. Hierbei handelt es sich um die N64-Version von Crocodile Isle, neu aufgebaut, hypertechnologisiert, ausgestattet mit Massenzerstörung bringenden Waffen. Die künstliche Insel landet, nach einem kleinen Unfall, direkt gegenüber von DK Island, sodass sich die beiden Bildnisse entgegenblicken und nicht sonderlich subtil das Verhältnis der Primaten und den Kremlins mimen. Dank diesem kleinen Unfall kann K. Rool seine Megawaffe nicht abfeuern und braucht einige Zeit, um diese zu reparieren oder aufzuladen oder wie auch immer. Und damit Donkey ihm nicht in die Quere kommt, hat der König der Kremlins einen Teil der Kong-Familie gefangen nehmen und den Bananenhort stehlen lassen. Mal wieder. Mit etwa 5 Minuten ist dieses Intro deutlich länger als die Einführung in die Vorgänger, die ja meistens nur ein paar Sekunden auf einen einzelnen Screen ausgemacht hat. Und auch fast 1,5 Mal so lang wie das Intro von Banjo-Kazooie. Und das, ohne aber mehr Story oder Substanz als die anderen Spiele zu haben. Geklaute Bananen und entführte Kongs sind nichts Neues und auch zerstörerische Waffen kamen schon vor. Banjo-Kazooie hat im Intro auch den Spiral Mountain und die Hexenhöhle präsentiert. Jedoch prägnanter. Die Shots dauern nicht zu lange und bauen Spannung und Atmosphäre natürlich auf, während Donkey Kong 64 diese Momente mit übermäßigem Bravour erzwingt. Während bei Banjo-Kazooie das Bild zuerst vom dunklen Himmel über den steinernen Hexenkopf fährt und man dann der Kamera einer düsteren Treppe hinauf folgt, bis zu einer Tür, hinter der sich der Bösewicht dieses Spiels befindet, bekommen wir in Donkey Kong 64 eine längere Szene, in der einige Papageien durch die Luft fliegen, dann mehrere Shots von verschiedenen Teilen der Insel, wodurch man sowohl einen Eindruck der späteren Welten bekommt, als auch die Insel und damit DKs Antlitz auf nette Weise langsam enthüllt wird. Dann aber verharrt die Szene auf einem Panorama der Insel, gefolgt von 2 weiteren Shots, die die Insel nur aus einem anderen Winkel zeigen. Die Kremlin-Szenen zeigen uns, wie inkompetent die Echsen sind, aber auch hier hätte wohl die Hälfte der Szenen ausgereicht und beendet wird dieser Teil der Sequenz mit 9 weiteren Shots auf die beiden Inseln. Rare wollten hier ganz klar in die Vollen gehen und die bombastische Grafik und den eindrucksvollen Soundtrack präsentieren. Und ich meine, die Sequenz sieht schön aus, die Musik ist großartig und beinhaltet das Main-Theme in einer friedlichen Kong-Variante als auch in der dramatischen Kremlin-Variante. K. Rools Voice-Acting ist bedrohlich und auch nur dank der größeren Speicherkapazität der N64-Cartridges und der stärkeren Hardware möglich. Alles in allem ist dieses Intro beeindruckend und gleichzeitig so narzisstisch und arrogant, so überschwänglich, dass ich mich, gerade in Bezug auf den Rest des Spiels, frage, wo die Prioritäten bei Rare für dieses Spiel eigentlich lagen. Sicher, der Druck und die Erwartungen waren immens. Donkey Kong Country war ein sehr beliebtes und erfolgreiches Genre und dieses Erbe anzutreten, auf einem System, das bereits andere Spiele revolutioniert hatte, von einem Entwickler, der bereits auf diesem System einen riesen Hit herausgebracht hat und von dem nun weitere Steigerung erwartet wurde. Dieses Erbe, diese Erwartungen sollten dem Spiel letztendlich das Genick brechen. Donkey Kong 64 ist ein Collectathon, inspiriert durch Mario 64 und Banjo-Kazooie, der noch ein paar Schritte weitergeht. Das Spiel ist randvoll mit Content. 7 abwechslungsreiche, offene Level voller Herausforderungen und Collectibles. Wir haben die Tiefen des Dschungels, Grabmäler der Wüste, die mechanischen Innereien einer Spielzeugfabrik, die Wogen des Meeres, einen Wald voller riesiger Pilze, eisige Kavernen und ein schauriges Gemäuer. Daneben bekommen wir eine komplexe Hubworld voller Geheimnisse. Und wir dürfen diese Welt nicht nur mit Donkey ergründen, nicht nur mit Diddy an unserer Seite, sondern mit insgesamt 5 Kongs. Donkey kehrt zurück als der Anführer, als der erste Charakter, den wir zu spielen bekommen. Und nach bekommen wir dann Zugang zu Diddy, der wie immer etwas schneller als Donkey ist und weiter springen kann. Dann Lanky, der extrem große Reichweite im Kampf hat. Und dann den Kong, mit dem wir durch die Lüfte gleiten können. Die Frauenpower in der Affenbande. Dix. Tiny Kong? Was zum... Oh, shit.
Tiny Kong? Wo ist mein Lieblings-Kong? Wo ist Dixie Kong? Cranky, Funky und sogar Candy Kong sind hier. Sogar Wrinkly Kong kommt zurück als Geist. Aber Dixie wird ausgetauscht durch denselben Kong, nur anders. Fuck! Fuck! Chunky ist auch noch da. Anstatt die Kongs aus Fässern zu befreien, muss man sie in den Leveln finden und ein Puzzle oder eine Herausforderung bewältigen, um sie permanent zu befreien und dem Team hinzuzufügen. Die Kongfässer kommen immer noch vor, sind aber nun an ausgesuchten Stellen in den Leveln und stellen die Möglichkeit dar, den ausgewählten Kong zu wechseln. Wann immer wir für eine Herausforderung einen bestimmten Kong benötigen und diesen gerade nicht spielen, müssen wir zum nächstbesten Kongfass laufen, hineinspringen, den Kong auswählen und wieder zu der Stelle zurücklaufen. Das ist jetzt prinzipiell erstmal nichts Schlimmes, zumal in jedem Level 5 Teleporter verteilt sind, mit denen man blitzschnell zu einem Sammelpunkt samt Kongfass hin- und wieder zurückspringen kann. In einem besser designten Spiel gäbe es an diesem Prinzip nichts auszusetzen. Wir haben es aber mit DK64 zu tun. Das Problem mit dieser Herangehensweise an den Kongs kommt so ziemlich ausschließlich durch das Leveldesign, spezifisch durch die Verteilung der Collectibles und Kong-spezifischen Herausforderungen. Bevor ich genauer darauf eingehe, was ich meine, schauen wir uns nochmal kurz Banjo-Kazooie an. Wann immer man in einem neuen Level kommt, zeigen sich nach kurzer Zeit meist mehrere Wege, die der Spieler beschreiten kann. Und um den Spieler nicht zu überwältigen, haben die Entwickler die Collectibles auf sehr intuitive Weise verteilt. Musiknoten, von denen es 100 Stück pro Level gibt, liegen immer in nachvollziehbaren Mustern und in Pfaden, die den Spieler meist auf den Weg zum nächsten Puzzleteil oder einer Landmarke führen. Drumherum waren Munition und Ressourcen verteilt, meistens auch ästhetisch ansprechend in symmetrischen Mustern und an hervorstechenden Orten. Bonus-Collectibles wie die leeren Honigwaben, Extra-Leben und teilweise auch die Schrumpfköpfe, die man für die Verwandlungen und damit Abwechslung im Gameplay benötigt, sind dann schon etwas fieser versteckt, fernab vom eigentlichen Weg, hinter Objekten versteckt oder weit über oder unter dem Spieler. Nach diesen Dingern muss man Ausschau halten, je nach muss man suchen und oft kommt man erst später zurück, vielleicht erst kurz vorm letzten Endgegner und grast jeden Winkel der Level ab, um die letzten Bonus-Collectibles zu finden. Die kritischen Collectibles aber können ganz natürlich aufgesammelt werden. Die Collectibles haben den Spieler in alle Ecken der Level geführt und zur Exploration eingeladen. Es war keine Arbeit, die Collectibles zu finden. Die Arbeit lag im Plattforming, in den Puzzles oder Kampfherausforderungen. Donkey Kong 64 stellt das Ganze auf den Kopf. Man folgt nicht mehr den Collectibles zu einem interessanten Ort, sondern man läuft jeden Pixel eines Levels ab, um auch kein kritisches Collectible zu verpassen. Und das Spiel legt dem Spieler so viele Steine wie möglich in den Weg. Statt Musiknoten haben wir nun Bananen und statt Puzzleteilen haben wir die großen goldenen Bananen. Daneben gibt es noch Melonen für die Lebensenergie, Kristallkokosnüsse und Kopfhörer für Spezialfähigkeiten, Granaten und Munitionskisten und Münzen, mit denen man verschiedene Dinge im Spiel kaufen kann. Ähnlich wie die Jinjos aus Banjo-Kazooie gibt es auch noch spezielle Gegner, die nach dem Besiegen Blaupausen hinterlassen, für die man aber letztendlich eine goldene Banane bekommt. Wettkampfplatten, die nach dem Bestehen der Herausforderung den Spieler mit einer Krone belohnen und noch Bananenfeen, die man fotografieren muss. Und es gibt auch noch Fotofilm, den hätte ich fast vergessen. Wir haben also eine Handvoll mehr Collectibles als im Banjo-Kazooie, aber das ist ja auch zu erwarten von einem Spiel, das größer und besser sein soll. Nicht alle Collectibles hätte es vielleicht gebraucht, aber nochmal, noch ist hier nichts Schlimmes dran. Dann aber haben sich Rare gedacht, dass jeder Kong seine eigenen Collectibles braucht. Das bedeutet, dass es jede normale Banane und jede goldene Banane und jede Münze 5-mal gibt. Jeder Kong muss in jedem Level 100 Bananen einsammeln, 5 goldene Bananen und den entsprechenden Kasblatt besiegen, um die jeweilige Blaupause zu bekommen. Auch das wäre noch nicht schlimm, wenn die Kongs zum Beispiel eigene Bereiche in den Levels hätten, die sich vielleicht stellenweise überschneiden. Aber das ist hier nicht der Fall. Normalerweise sieht ein Level so aus, dass man nach dem Betreten eine Spur aus Bananen vorfindet, die man gleich aufsammeln kann, wenn man zufälligerweise den richtigen Kong dabei hat, meistens aber hierfür zurückkehren muss. Nicht, dass man nicht sowieso zurückkommen müsste, denn normalerweise ist so eine Bananenspur etwa 5 Bananen lang. Und danach folgt eine Spur mit nochmal 5 Bananen in einer anderen Farbe, also für einen anderen Kong. An einer Abzweigung
führen dann zwei verschiedenfarbige Spuren in verschiedene Richtungen, was ja sinnvoll genug klingt, aber meist ist der Weg dann versperrt oder er führt zu einer Herausforderung für einen vollkommen anderen Kong. Um das an einem Beispiel festzumachen, ich starte den Level mit Tiny, aber die ersten Bananen, die ich sehe, sind blau, also für Lanky. Nun führen zwei Wege von ihr fort. Einer mit gelben Bananen für Donkey, einer mit lilanen Bananen für Tiny. Wenn ich Tinys Pfad folge, gelange ich zu einer verschlossenen Tür, die Chunky öffnen muss. Und dahinter sind mehr Collectibles für Tiny. Das heißt, solange ich den Level nicht in- und auswendig kenne, muss ich mindestens dreimal hier langlaufen, um alle Collectibles für Tiny zu bekommen. Und das Spiel macht das die ganze Zeit. Jeder Kong muss zu jedem Ort auf der Karte, um seine Collectibles zu bekommen und normalerweise auf dem Weg dorthin noch zweimal die Kongs wechseln, um Türen und dergleichen zu öffnen. Hier eine andere Stelle, wo man mit Tiny eine Tür öffnet, dahinter einen Schalter für Chunky hat und dadurch Bananen für Tiny bekommt. Da kommt man sich doch verarscht vor. Es geht hier nicht mehr darum, coole Level zu erleben und währenddessen eine Reihe von Gegenständen aufzusammeln. Stattdessen müssen wir bis zum Erbrechen die Level auf- und ablaufen und achtlos verstreute Bananen und Münzen aufklauben. Banjo-Kazooie war ein solider Action-Plattformer, in dem man für das Finden neuer Orte mit Collectibles belohnt wurde. In Donkey Kong 64 geht es nur noch um die Collectibles. Es ist ein übergroßes Versteckspiel. Ja, die Collectibles müssen noch nicht mal Sinn im Leveldesign oder im Kontext der Aufgabe machen. Manchmal aktiviert man einen Schalter und bekommt eine goldene Banane. Manchmal findet man ein Minispiel. Manchmal aktiviert man einfach nur eine Fähigkeit auf sich selbst. Manchmal aktiviert man einen Schalter, absolviert eine Herausforderung und muss dann doch ein weiteres Minispiel schaffen, um eine goldene Banane zu bekommen. Manchmal sind die Minispiele in die Level integriert, oft sind sie generische Arenen, die man durch ein Bonusfass betritt. Es wirkt einfach alles so lieblos. Und ich kann vollkommen verstehen, warum es so lieblos ist. Ich meine, die Devs mussten 500 kleine Bananen, 20 goldene Bananen und 5 Kasplatz in die Level packen. Dazu eine versteckte Kampfplatte, 2 Feen, unzählige Münzen, Munition, Melonen etc. Und natürlich auch die Hütten der restlichen Kong-Familie. Ja, die ganze Kong-Familie ist natürlich wieder mit von der Partie. Cranky ist mürrisch wie eh und je. Statt aber einfach nur mit mehr oder weniger hilfreichen Ratschlägen zur Seite zu stehen, ist er nun eine Art Wissenschaftler, der alle möglichen Gebräue braut, um den Kongs neue Fähigkeiten beizubringen. Natürlich gegen eine kleine Aufwandsentschädigung. Er ist also sowas wie der Bottles der Donkey Kong-Reihe. Dabei sind die Fähigkeiten, die die Kongs lernen, häufig etwas seltsam. Man lernt einerseits einen recht passenden Superangriff, den man aufladen muss, aber dann auch ganze 3 verschiedene Stampfattacken, die im Grunde nur das Aktivieren verschiedenfarbiger Schalter ermöglichen. Raketenfässer können nicht mehr von allen Kongs genutzt werden, sondern sind nun eine Spezialfähigkeit für Donkey Kong, wodurch klassische Levelkonzepte nun zu einem Minispiel verkommen. Dass Tiny lernt, ihre Zöpfe als Propeller zu benutzen, klingt ja noch sinnvoll, aber warum bekommt Diddy ein Jetpack? Ist den Entwicklern nichts Passenderes für Diddy eingefallen oder wollten sie einfach unbedingt dieses Jetpack im Spiel haben? Lanky ist der akrobatischste Affe und deswegen macht es Sinn, dass er die Fähigkeit lernt, steile Steigungen heraufzulaufen. Und dass Chunky schwere Felsen heben kann und zum Riesen werden kann und Tiny entsprechend zum Zwerg wird, macht auch Sinn. Aber dann lernt Chunky, unsichtbar zu werden, was vielleicht zu seiner Feiglingspersönlichkeit passt, aber so sinnlos und fehl am Platz in diesem Spiel erscheint. Diddy lernt, mit dem Kopf gegen irgendwelche Sachen zu rennen, um bestimmte Schalter zu aktivieren, die sich nicht mit all den anderen Methoden, die man zum Schalter aktivieren bekommt, aktivieren lassen. Diddy wurde hier vollkommen verhunzt. Er ist verdammt nochmal der einzige Kong mit einem Schwanz. Warum wurde das nicht genutzt? In DKC 2 kann er mit seinem Schwanz an Sachen herabhängen. Hätte das nicht perfekt in dieses Spielprinzip gepasst? Selbst die E-Gitarre, die er bekommt, ist ein falsches Throwback, da Dixie am Levelende die Gitarre gespielt hat. Diddy hatte eine Boombox. Vielleicht ist Cranky ja einfach über seine Forschungen durchgeknallt und missbraucht die Kongs für seine verrückten Experimente. Vielleicht hätte er einfach in seinem Schaukelstuhl bleiben sollen. Aber seine ursprüngliche Rolle übernimmt seine Frau. Wieder. Zwischen Dixies Double Trouble und Donkey Kong 64 ist die gute Frau leider verstorben. Und wahrscheinlich hat sich Cranky deswegen in die ganzen Experimente gestürzt. Einfach so als Ablenkung. Ihre unsterbliche Seele kann aber einfach nicht in Frieden ruhen, solange die Kremlins ihr Unwesen treiben. Also kehrt Wrinkly aus dem Jenseits zurück,
um den Kongs wertvolle Hinweise über die verschiedenen Level zu geben. Also altbekannt. Kein Donkey Kong-Spiel ist natürlich komplett ohne Funky Kong. Er hat wieder einen Laden, in dem er tüftelt und den Kongs Transportmittel verkauft. Diesmal aber Transportmittel der etwas anderen Art. Das, was er den Kongs verkauft, dient dazu, allerlei todbringende Munition von den Kongs zu ihren Feinden zu transportieren. Entsprechend schnell. Ja, Funky ist jetzt ein Waffenhändler und ich weiß noch, dass ich als Kind diese Neuerung vollkommen befremdlich und überflüssig fand. Wofür braucht Donkey Kong denn eine Schusswaffe? Ich meine, hat man den Typen mal gesehen? Vielleicht wollte Rare ja die Fans von GoldenEye auch zu diesem Franchise locken. Oder vielleicht dachten sie, dass die Jugend von heute nur noch auf Ballerspiele abfährt und alles andere nicht mal mit dem Allerwertesten ansieht. Auf jeden Fall haben sich Rare ab diesem Moment den Shooter-Elementen in all ihren Spielen vollkommen hingegeben. Ich bin mir gerade bei Viva Piñata nicht sicher, aber alle ordentlichen Rare-Spiele ab diesem Zeitpunkt besaßen Shooter-Elemente in irgendeiner Form. Wenn die Donkey Kong Country-Reihe irgendetwas nicht gebraucht hätte, dann sind das Shooter-Modi oder Mechaniken gewesen. Und dann wurden diese Mechaniken noch nicht einmal gut implementiert. Man hat keine wirkliche Waffenauswahl, sondern jeder Kong hat seine Signaturwaffe und ich kann auch nicht sagen, ob manche Waffen konstant stärker als andere sind. Manchmal besiegt Tiny mit der Armbrust einen Gegner in weniger Schüssen als Chunky mit der Bazooka. Ich schätze mal, dass die Gegner nicht fixe Hitpoints haben, sondern mit manchmal mehr und manchmal weniger spawnen. Oder vielleicht mache ich irgendwas falsch. Die Waffen sollen sich zumindest in ihrem Schaden unterscheiden, aber ich habe das eben nicht konstant hinbekommen. Dann ist das Zielen in der First-Person-Ansicht eher suboptimal, da man nicht das Fadenkreuz irgendwo hinbewegt und es dort bleibt. Stattdessen muss man den Stick halten, um das Fadenkreuz zu kontrollieren. Lässt man den Stick los, so bewegt sich die Zielansicht zurück in die neutrale Position. Entsprechend schwierig ist es, präzise zu zielen, besonders wenn man mehrmals auf ein kleines Ziel schießen muss oder wenn sich das Ziel bewegt. Man kann sich natürlich während der First-Person-Ansicht auch nicht bewegen, aber das ist eher dem N64-Controller geschuldet. Dual-Thumbsticks sollten erst später die Norm werden. In der Third-Person kann man normal herumlaufen und auch springen, aber nun ist es eher Zufall oder Glück, wirklich etwas mit der Waffe zu treffen. Wenn man also nicht explizit die Schusswaffe verwenden muss, macht es meist mehr Sinn, einfach einen normalen Nahkampfangriff auszuführen. Hauptsächlich benutzt man die Waffen, um damit Schalter zu betätigen. Also so ähnlich wie bei Zelda. Und hätten wir einfach ein Objekt bekommen, das explizit für die Aktivierung der Schalter gedacht ist und keine Verwendung im Kampf findet, würde mich das Ganze vielleicht weniger stören. Es würde sich nicht so fremd anfühlen. Warum können nicht alle Kongs einfach gemeinsam ein Blasrohr verwenden, so wie halt Lanky? Aber dann hätten wir nicht so coole Waffen. Oder so einen coolen Waffenhändler. Na gut, wenn wir mal von diesem überflüssigen Zeug wegkommen, dann können wir uns dieses überflüssige Zeug ansehen. Candy Kong ist nämlich auch wieder mit dabei. Und sie hat einen Musikshop, in dem man sich Instrumente kaufen kann. Die auch nur eine weitere Art von Schalter sind. Im Kampf aber alle Gegner vernichten können. Und sie lässt die Kongs ihre Melonen halten. Donkey Kong 64 hat genauso wie Banjo-Kazooie vorher und im Grunde auch wie die Zelda-Serie und alle möglichen Copycats die Möglichkeit, die maximalen Hitpoints über ein Collectible zu erweitern. Statt aber eine Reihe an versteckten Gegenständen zu finden, mit denen man sich einen weiteren Hitpoint holen kann, bekommt man die Melonen einfach so. Man muss lediglich Candys Laden besuchen und kann sich dort eine neue Melone holen. Wir können auch nicht wirklich steuern, wie schnell wir diese bekommen. Es gibt letztendlich zwei Hitpoint-Upgrades und wir können diese zu festen Zeitpunkten im Spiel erhalten. Das ist gleich mal 5 Schritte zurück vom Banjo-Kazooie. Wenn wir schon nichts für die Melonen tun müssen, hätten wir nicht einfach nach jedem Boss eine bekommen können? Und dann beinhalten sie von mir aus nur 2 Stücke statt 4. Ja gut, aber dann können wir nicht diese hübschen Melonenviertel einsammeln. Also vielleicht bekommt man einfach immer nur eine halbe Melone pro Boss? Ach, die Entwickler hätten sich schon irgendwas einfallen lassen können. Außer den Kongs helfen uns aber auch noch andere Bewohner dieser Welt. Snide ist ein ehemaliger Ingenieur der Kremlins, der nun Rache üben will. Er kann uns helfen, die Waffe von K. Rool zu sabotieren, wenn wir ihm die 5 Blaupausen pro Level bringen. Wir bekommen nicht nur eine goldene Banane pro Blaupause, mitsamt einer coolen Rube Goldberg-Maschine je Level, sondern machen auch den letzten Abschnitt des Spiels deutlich einfacher, je mehr Blaupausen wir für ihn besorgen. Dann gibt es die Bananenfeen-Königin, die uns eine Kamera gibt, mit der wir ihre entflohenen Untertanen einfangen können.
und mit jeder eingefangenen Fee erhöht sich unser Vorrat gewisser Ressourcen um jeweils 1. Und so nervig wie es manchmal ist, diese Fotos zu knipsen, es fühlt sich tatsächlich gut an, diese Feen zu finden, wenn wir mit jedem Mal ein klein wenig, ja, stärker werden. Und dann haben wir noch Kay Lamsi, den Bruder von Kay Rule, der für das Verbrechen, nicht böse genug zu sein, eingesperrt wurde und der uns eher versehentlich hilft. Immer, wenn wir einen Boss besiegen, bekommen wir einen Schlüssel für Kay Lamsis Käfig. Und immer, wenn wir ein Schloss öffnen, führt Kay Lamsi einen Freudentanz auf, durch dessen Beben die nächsten Level geöffnet werden. Felsen fallen herunter, Felswände brechen auf, automatische Türen öffnen sich. Ja, auch hier wäre etwas mehr Kreativität nett gewesen. Und ich will dem Spiel im Großen und Ganzen nicht mal fehlende Kreativität vorwerfen. Die Level selbst wurden aufwendig und abwechslungsreich designt, nicht nur unterschiedlich zueinander, sondern auch mit vielen unterschiedlichen Orten innerhalb der Level. Der Dschungellevel besteht aus saftigen grünen Bereichen und Höhlen und hat zudem noch eine Art Industrie-Area sowie eine mystische Muschel oder was das sein soll. Der Wüstenlevel hat eine große Anzahl Innenbereiche in den Grabmälern, ähnlich wie schon im Banjo-Kazooie. Die Spielzeugfabrik ist ein riesiger, verwinkelter Komplex voller beweglicher Teile. Der Pilzwald besteht aus einer Reihe sich voneinander stark unterscheidenden Arealen mitsamt Innenbereichen, die man bei Tag und bei Nacht aufsuchen kann. Die Piratenbucht führt uns zuerst durch ein Höhlengewölbe und dann in einen riesigen Unterwasserabschnitt samt Schatzhöhle und versunkenem Schiff sowie zu einem Hafen mitsamt Leuchtturm. Auch technisch haben diese Level einiges zu bieten, mit erstaunlich vielen beweglichen Teilen, detailreichen Umgebungen und ganz besonders hervorzuheben die Wasserphysik mit realistischem Wellengang, was sich doch schon stark von der großen Menge der N64-Spiele abhebt. Nur hätte es den Level nicht geschadet, ein Stück kleiner zu sein. Wofür braucht man denn ellenlange Höhlenschläuche zwischen den Areas? Warum müssen die Hauptareas selber so riesengroß sein, wenn darin auch nur eine Handvoll Orte sind, zu denen man wirklich hin muss? Man hat viel zu viel freie Fläche, die einfach nur Zeit nimmt und es nerviger macht, zwischen dem eigentlichen Ziel und dem Wechselfass hin und her zu rennen. Und man muss sehr oft zum Wechselfass hin und wieder zurückrennen. Die einzige wirkliche Ausnahme ist das Kamikaze-Kastell, der letzte richtige Level. Hier hat man ein verfluchtes Schloss, an dessen Mauer man sich entlang bewegt und es langsam erklimmt. Bananenspuren sind hier längere Zeit in einer Farbe und führen oft wieder zu einem Teleporter oder sogar einer Herausforderung für den gleichen Kong. Das heißt, dass man den Level auf vollkommen natürliche Weise erkundet und so nebenbei die ganzen Herausforderungen findet. Man kann ein paar Räume in dem Schloss besuchen und sich in die Katakomben darunter wagen. Der Level ist nicht vollkommen frei von Bullshit, aber im Großen und Ganzen ist er äußerst kompetent designt. Entweder war hierfür ein komplett anderes Team verantwortlich, oder die Entwickler haben einfach nur so lange gebraucht, bis sie ihre Systeme verstanden haben. Mehr Level in diesem Stil hätte das Spiel gebraucht. Das Spiel hat außerdem wohl eines der komplexesten und abwechslungsreichsten Gameplays, das man je in einem Spiel gesehen hat. Wir können rennen und springen, hangeln und schwingen, schwimmen und tauchen, schießen und Granaten werfen, mit dem Hovercraft oder dem Rennauto fahren oder mit dem Jetpack fliegen, mit Loren fahren auf zweierlei Weise, riesig wachsen und schrumpfen oder als Krokodil Biber herumhetzen. Wie konnte dieses Spiel so versaut werden? Diese blöden Biber müssen einfach nur vor dem Krokodil wegrennen und in das Loch reinfallen. Das ist doch nicht so schwer. Twilight Princess hat das gleiche im Tutorial und da funktioniert es wunderbar. Nicht, dass es Spaß machen würde. Aber hier, statt dass diese Biber in das Loch reinfallen, werden sie am Rand entlang geschoben. Aber wir werden nicht aufgehalten. Wir fallen da voll rein und verlieren das Spiel. Ist das niemandem aufgefallen? Und warum muss dieses verbuggte Spiel so oft vorkommen? Ist das ein schlechter Witz von Rare gewesen? Diese verdammten Minispiele. Sie haben vielleicht lustig angefangen,
aber man muss immer schneller reagieren, immer mehr Punkte sammeln, in sich immer wieder wiederholenden Minispielen. Bei Minigames, die bereits zu Anfang des Spiels mehr schlecht als recht funktionieren. Aber da war es noch okay, weil der Timer genug Raum für Fehler zugelassen hat. Aber zur Hälfte des Spiels wird es schon nervig und gegen Ende des Spiels werden diese gleichen Minispiele so schwer und so frustrierend, dass ich nicht nur den Controller, sondern die ganze Konsole samt Spiel gegen die nächste Wand schmeißen könnte. Das ist ein verdammter Collectathon. Es sollte Spaß machen, alle Collectibles zu sammeln. Das Spiel sollte mich ermutigen, alles zu sammeln. Nicht mir zum 10. Mal das gleiche beschissene Minispiel vorsetzen und es nur noch unspielbarer machen. Mir ist schon klar, dass man nicht mal ebenso 200 vollkommen abwechslungsreiche Herausforderungen bauen kann, zusätzlich zu sekundären Herausforderungen. Es ist schon klar, dass ich das ein oder andere auch mal wiederholen muss. Das war bei Banjo-Kazooie nicht anders, das war bei Mario 64 nicht anders. Aber es ist eben ein Unterschied, ob ich in jedem Level 5 Jinjos oder 8 rote Münzen finden muss, oder ob ich in jedem Level zur Spitze des Levels kommen muss, oder ob ich hinter willkürlichen Aktionen ein immer gleich aussehendes Bonusfass betrete, nur um immer wieder und immer wieder das gleiche Minispiel zu haben. Nur schwerer. In Banjo-Tooie wurde das sinnvoller gelöst, aber dazu werde ich in einem eigenen Video noch kommen. Und ja, auch in den Donkey Kong Country Teilen haben sich die Minispiele wiederholt. Aber diese Spiele waren keine Collectathons. Und selbst wenn wir sie als Vorreiter des Genres werten wollen, hatten wir nicht diese Masse an Sammelgegenständen. In diesem Spiel fällt es einfach auf, wenn man im letzten Level konstant Kopien der Minigames aus früheren Leveln spielt. Und in einem Fall sogar ein Minispiel in zweifacher, identischer Ausführung hat. Hinzu kommt, aber das ist nicht wirklich die Schuld des Spiels, dass man manche Spiele auf der Wii U Virtual Console Version einfach nicht spielen kann. Selbst wenn man sich durchcheatet. Das Problem hierbei ist einfach die verbesserte Framerate, die logischerweise damals von den Entwicklern nicht bedacht werden konnte und für den Port leider nicht angepasst wurde. Es ist sehr schön, dass das Spiel stabiler läuft, aber nun ergeben sich andere Probleme. Gerade bei einem Minispiel, bei dem das Licht kurz an- und wieder ausgeht und man dann schnell auf das richtige Ziel schießen muss, ist nun die Zeit zu kurz, um wirklich einen Treffer zu landen. Das war dann der Punkt, wo ich von der Wii U-Version auf die originale N64-Version umgestiegen bin. Zwei Minispiele aber sind sogar irre cool. Ab einem bestimmten Punkt fragt Cranky nach Bananenmedaillen, die wir bekommen, wenn wir mit einem Kong in einem Level 75 kleine Bananen gesammelt haben. Sobald wir 15 Medaillen haben, können wir das klassische Jetpack-Spiel vom ZX Spectrum spielen. Rares erstes Spiel von 1983, als sie noch Ultimate Play the Game hießen. Ein sehr geiles Extra für dieses Spiel. Alles, was wir hier machen, ist im Grunde um den Highscore spielen. Also eine schöne kleine Zeitverschwendung, wenn man gerade mal keine Lust auf Sammeln hat. Das andere Spiel findet man in der Spielzeugfabrik und man muss es sogar schaffen, um eine goldene Banane zu bekommen. Und zwar steht dort ein alter Arcade-Automat, den man mit Donkey aktivieren kann. Und dann kann man das originale Donkey Kong-Spiel spielen. Auch sehr geil. Nachdem man alle 4 Stages geschafft und die goldene Banane bekommen hat, kann man dann auch so oft man will um den Highscore spielen. Also wieder eine nette, geile kleine Zeitverschwendung. Diese zwei Minispiele sind die große Ausnahme. Ich habe an ihnen absolut gar nichts auszusetzen. Was ich einfach nicht für den Rest der Herausforderungen sagen kann. Viele der Ideen waren zwar waghalsig und sicher auf dem Papier eine irre coole Sache, aber sie funktionieren einfach nicht richtig. Die Kongs haben alle unterschiedliches Gewicht, unterschiedliche Geschwindigkeit und damit unterschiedliche Sprunghöhe und Reichweite. Statt aber, dass wir ein paar Kongs haben, die sich gut zu spielen anfühlen und dann welche, die sich richtig overpowered in ihrer Athletik anfühlen und dann vielleicht einer, der dafür richtig schwerfällig ist, ist unser erster Kong bereits unterdurchschnittlich. Donkey war schon früher der schwerere und langsamere Affe, aber trotzdem konnte er hohe und weite Sprünge ausführen. Es ist schwer zu erklären, aber Donkey fühlt sich einen Ticken zu langsam an. Seine Rolle ist ein Stück zu kurz, sein Sprung ein wenig zu niedrig und zu kurz. Chunky ist in allen Belangen noch ein wenig schlechter, außer bei seinem Drehangriff, der ohne Verzögerung ausgeführt wird und direkt danach wieder in eine Laufanimation übergeht. Anders als bei Donkey, wo vor und nach der Rolle eine kurze Pause besteht. Diddy, Tiny und Lanky sind okay. Im Grunde haben sie die Bewegungsfähigkeiten, die der Standard sein sollte. Sprich, ich würde mir wünschen, dass gerade diese drei sogar ein wenig besser wären und Donkey auf ihrem Level ist. Das große Problem ist letztendlich wieder das Leveldesign. Da man mit allen 5 Kongs so ziemlich jede Ecke jedes Levels abgrasen muss,
ist keine Stelle der Level auf das Moveset eines bestimmten Kongs ausgelegt. Und wenn dann hinzukommt, dass sich die Steuerung immer irgendwie schlittrig anfühlt, dann fühlen sich Sprünge ständig zu kurz oder zu weit an. Und man nimmt dann Schaden oder stürzt ewig weit hinab und muss wieder zurückklettern. Und es hilft auch nicht, dass der Schatten unter dem Kong winzig klein und kaum zu sehen ist, wodurch dieser beim Plattforming auch nicht wirklich hilft. Auch hier wäre es besser gewesen, stark unterschiedliche Bewegungsfähigkeiten zu haben und dann einige Abschnitte der Level für die jeweiligen Kongs zu designen. Diese Abschnitte können sich ja auch kreuzen oder ihren Start an der gleichen Stelle haben. Donkey könnte Probleme haben, zu einer bestimmten Plattform hochzukommen. Also nimmt er einen anderen Weg. Aber Diddy kommt da hoch. Weiter oben sind aber manche Plattformen zu weit weg und nur Tiny kommt dort weiter. Selbst Abschnitte, die sich genau dieses Setup nehmen, wie die Spielzeugfabrik, setzen das nicht wirklich um. Jetzt kommt dazu, dass so ziemlich alles, was kein Kong, kein Gegner und nicht das Gelände ist, aus Sprites besteht. Collectibles sind Sprites, Lianen sind Sprites und das macht es nur noch schwerer, die Sprünge richtig zu steuern. Irre oft bin ich an meinem Ziel vorbeigesprungen. Und dann nochmal, und dann nochmal, und dann nochmal. Und ich weiß nicht, wie oft. Das nervt schon bei einem Wechselfass auf dem flachen Boden. Und es frustriert höllisch, wenn es ein kleines Ziel auf einer schmalen Plattform ist, die schwer genug zu erreichen war. Mir ist schon klar, dass Rare ordentliche Modelle benutzt hätte, wenn es die Hardware des N64 hergegeben hätte. Aber sie wollten eben die großen Level, die vielen Effekte und die hardwareausreizende Grafik. Und im Austausch haben wir eine teilweise grauenhafte Framerate, eine erbärmliche Sichtweite und alle möglichen Objekte in Form von Sprites. Und um nochmal zu demonstrieren, wie sehr Sprites in einer 3D-Umgebung einem präzisen Gameplay schaden, das Jetpack ist schon schwer genug zu steuern, was allein nicht weiter schlimm ist. Schließlich ist es eine Herausforderung. Aber man muss nur schräg an den Ringen vorbeischauen. Und schon hat man sie verpasst. Und ich habe das Gefühl, dass dies mit einer ganzen Reihe von Objekten im Spiel so ist. Die Hitboxen scheinen prinzipiell gegen den Spieler gemacht worden zu sein. Aber nun kommen wir doch mal zu einem Vorteil, den die Vielzahl an Collectibles bringt. Sofern man das Spiel nicht zu 100% spielen will, sprich nicht so, wie es laut Genre ausgelegt ist, sondern einfach nur ein cooles Donkey Kong Abenteuer will, kann man eine Reihe dieser Herausforderungen einfach überspringen. Man weiß gerade bei Bonusfässern zwar vorher nie, auf was man sich einlässt und manchmal ist man an einer Stelle, an der man dann den Level über das Pausemenü verlassen muss, um das Minispiel zu umgehen und manche Minispiele triggern eine Veränderung im Level, die man benötigt, um weiterzukommen, aber trotzdem eine Menge der Bananen, egal ob groß oder klein, kann man auslassen und trotzdem zum letzten Boss kommen. Zum Teil. Man muss letztendlich jeden Boss besiegen, da diese die Schlüssel geben, um Kaylamzi zu befreien und damit die nächsten Level zu öffnen. Und um zu einem Boss zu kommen, muss man eine steigende Anzahl an kleinen Bananen zahlen. Am Anfang ist das noch relativ einfach, aber im letzten Level muss man ganze 400 Bananen zahlen, sprich im Durchschnitt mit jedem Kong 80 Stück. Da ist dann nicht mehr viel Raum dazwischen. Zudem benötigt das Finale 100 goldene Bananen. Also die Hälfte der goldenen Bananen im Spiel. Banjo-Kazooie hat genauso knapp berechnete Anforderungen gehabt. Ich denke immer noch, dass Mario 64 das am besten gelöst hat. Um zum letzten Boss zu kommen, musste man 70 Sterne von insgesamt 120 besitzen und damit nur etwas mehr als die Hälfte. Man muss noch nicht einmal jeden Level aufgesucht haben. Das Spiel hat den Spieler nicht gezwungen, alles aufzusammeln, sondern man wollte es. Man wollte alle Ziele in einer Welt abhaken, man wollte alle Geheimnisse finden, man wollte alle Sterne haben. Hier muss man das. Und es wird noch schlimmer. Wenn wir alle Level abgeschlossen haben und den letzten Level geöffnet haben, bringen wir den Kampf direkt in die Kommandozentrale von Kayrules Festung. Und nun wird es ernst. Anscheinend ist die Laserkanone weit genug repariert und muss nur noch aufladen, um einen alles vernichtenden Schuss auf DK Island abzufeuern. Und unsere Affenbande muss nun zusammenarbeiten und alles tun, um die Waffe zu stoppen. Und jetzt kommt Snide ins Spiel. Über das gesamte Abenteuer haben wir Dikas Platz bezwungen, die Teile des Bauplans für die Superwaffe mit sich trugen. Diese Teile haben wir Snide zurückgebracht und dafür jedes Mal eine goldene Banane bekommen, was ja alleine schon eine sehr schöne, wiederkehrende Herausforderung für ein Collectathon ist. Man denke nur an die Jinjos. Nun aber benutzt Snide die Blaupausen, um die Waffe zu sabotieren und den Kongs Zeit zu verschaffen. Ohne seine Hilfe haben die Kongs nur 10 Minuten Zeit, die Maschine zu stoppen.
Jede Blaupause gibt aber eine Minute mehr dazu. Das bedeutet, dass man, wenn man den Bauplan vollständig zusammengefügt hat, man für den letzten Level ganze 50 Minuten Zeit hat. Und das hört sich doch schon mal besser an, als ohne Raum für Fehler innerhalb 10 Minuten durch das Ding zu fetzen. Und diese Herangehensweise finde ich zur Abwechslung mal richtig gut. Nicht nur hatten diese Collectibles mal einen schönen Kontext innerhalb der Welt. Jedes einzelne verschafft einen kleinen Vorteil im letzten Level. Es ist keine ganz oder gar nicht Geschichte. Wenn ich 20 Blaupausen gefunden habe, dann bekomme ich 20 Minuten auf dem Timer. Wenn ich 5 gefunden habe, bekomme ich halt 5 Minuten. Das Spiel lässt mich dieses irre schwere Unterfangen starten, den gesamten Level mit seinen beschissenen, frustrierenden Minispielen in 10 Minuten zu meistern, oder aber ich versuche aktiv mein Zeitlimit zu verlängern. Hiervon darf es gern mehr in Spielen geben. Überhaupt. Wir müssen uns nun durch die Korridore der Basis schlagen und alle Kongs dürfen ihre Fähigkeiten noch einmal unter Beweis stellen. Lanky muss steile Schrägen erklimmen, Tiny muss durch enge Rohre kriechen, Chunky schlägt Türen auf, Diddy muss mit dem Jetpack aus irgendeinem Grund durch Ringe fliegen und Donkey zieht an einem Hebel. Bevor man die Waffe deaktivieren kann, muss jeder Kong noch 2 Bonusfässer betreten. Was so hirnrissig ist. Und ich weiß nicht, wie man bitte schön so den Level innerhalb von 10 Minuten schaffen soll. Aber vielleicht soll man den Level ja gar nicht in der kurzen Zeit schaffen. Aber warum müssen hier noch 2 Bonusfässer pro Kong sein? Jeder Kong muss einen Teil der Maschine zerstören. Aber nicht, indem er eine seiner Spezialfähigkeiten auf das Ding anwendet. Sondern indem er irgendein willkürliches Minispiel schafft. Mehr Padding geht schon fast gar nicht. Ich hab fast gesagt. Aber das Spiel setzt noch einen drauf. Wenn dann die Maschine zerstört ist und wir den Kommandoraum von K. Rool betreten, bereit für den alles entscheidenden Kampf, ist alles verlassen. Die Donkey Kong-Reihe ist mittlerweile bekannt für einen kleinen Twist vor dem Ende. In DKC-1 ist K. Rool einfach nochmal aufgestanden nach den Fake Credits. In DKC-2 haben wir im Bossraum an der Spitze des Schlosses nur Donkey gefunden, der uns prompt wieder entrissen wurde, und danach kam ein weiterer Abschnitt mit dem echten Bosskampf. Und danach noch ein geheimer Kampf gegen K. Rool. In DKC-3 startet der letzte Bosskampf mit einem Roboter, den wir vorher schon gesehen haben, bevor wir gegen K. Rool kämpfen, und danach sehen wir, dass in dem Roboter Donkey und Diddy waren, die wir ursprünglich gesucht haben. Und wir hatten noch einen geheimen Bosskampf mit K. Rool. Und so ist es nicht allzu verwunderlich, dass wir hier nicht sofort ins Finale geschmissen werden. Aber so geladen wie wir jetzt sind, so erwartungsvoll auf den Entscheidungskampf, ja, da muss das Spiel ja nochmal ordentlich was drauflegen. Stattdessen stehen wir vor einem Roadblock. Und dieser Roadblock nimmt das gesamte Momentum aus einem irre spannenden Level. Und je nachdem, wie gründlich man jetzt die Level leergeräumt hat, könnte das Momentum vollkommen zum Stehen kommen. Wir haben eine weitere Tür vor uns und um diese zu öffnen, brauchen wir 4 Kampfkronen, die man durch je eine Kampfplatte pro Level erhalten kann. Das ist jetzt noch nicht zu schwer und wirkt eher, als ob die Entwickler an diesem Punkt einfach irgendeinen Nutzen für diese Kronen haben wollten. Aber dahinter benötigt man die Rare-Münze und die N64-Münze. Wo bekommt man die Münze? Nun, ich habe vorhin doch die beiden Retro-Minispiele erwähnt. Ich habe vielleicht doch was auszusetzen. Nämlich, dass man den Highscore in Jetpack knacken muss und die schwierigen Stages in Donkey Kong bestehen muss, um diese beiden Münzen zu bekommen. Diese fast schon In-Jokes, diese coolen kleinen Extras, sind zwingend für das Vorankommen in der Story benötigt. Warum war das nötig? Warum kann man nicht irgendein Extra hier durchbekommen? Vielleicht auch doppelte Hitpoints wie in Banjo-Kazooie oder irgendeinen witzigen Zusatz. Stattdessen stehen wir hier vor dem letzten Endgegner und dürfen den Kampf nicht starten, wenn wir nicht 2 alte Arcade-Games gespielt haben. Das heißt, dass jetzt zum Ende des Spiels jedes Collectible, mal Ressourcen und Munition beiseite, kritisch ist. Jedes bis auf eines. Die kleinen Bananen werden benötigt, um den Weg zum Boss zu öffnen und um Medaillen zu erhalten. Und mit den Medaillen erhält man eine der beiden Münzen. Die normalen Münzen braucht man, um die Fähigkeiten und Waffen und so weiter zu erhalten, ohne die man nicht vorankommt und hinter denen sich zum Teil wirklich die Zugänge zu späteren Leveln verbergen. Die goldenen Bananen öffnen die einzelnen Level. Die Blaupausen braucht man, um ein faires Zeitlimit für den letzten Level zu schaffen. Und die Kronen braucht man nun ausschließlich, um die letzte Tür zu öffnen. Das einzige Collectible, das rein optional bleibt, sind die Bananenfeen. Sie machen die Kongs mächtiger
und sie werden für den 101% Bonus benötigt, haben aber keine Auswirkung auf die Story. Vergleichen wir das mit Banjo-Kazooie. Mit Jiggies öffnet man die Level, mit Noten öffnet man die Bereiche in Grundhildas Höhle. Nicht der beste Einsatz, aber immerhin weiß man durch das gesamte Spiel, wofür die Noten da sind. Leere Honigwaben erhöhen die Lebenspunkte. Schrumpfköpfe führen am Ende auch nur zu einem Puzzleteil, haben aber keine Auswirkung auf die 100% und haben aktive Auswirkung aufs Gameplay, wenn man von Mumbo Jumbo verwandelt wird. Und die Jinjos sind das wiederkehrende Gruppencollectible in jedem Level. Aber Donkey Kong 64 kommt mit seiner Bazillion Collectibles und ist so stolz drauf und hat dann nicht mal einen Einsatz für die Dinger, sondern zieht sich irgendeinen Grund kurz vor Ende des Spiels aus der Cartridge-Unterseite. Bevor wir uns jetzt K. Rool persönlich stellen, werfen wir noch einen Blick auf die Bosse. Jeder Level wird mit einem Bosskampf abgeschlossen. Hierzu müssen wir die benötigte Anzahl Bananen sammeln und dann darf der vorgegebene Kong die Arena betreten. Der erste Kampf ist gegen Armadillo und es ist im Grunde ein guter erster Boss. Man muss seinen Geschossen und den dazugehörigen Explosionen ausweichen und ihn dann, wenn er vor sich hin lacht, mit einem Fass beschmeißen. Hiernach muss man dem gewaltigen Gegner selbst ausweichen, bevor das Ganze von vorne losgeht, ein klein wenig schwerer. Hiernach bekommen wir es mit Dogadon zu tun und machen im Grunde genau das gleiche, nur der Boss sieht halt anders aus. Als nächstes stehen zwei Bosse zur Auswahl, auf die ich in der geplanten Reihenfolge eingehe. Mad Jack ist der erste Boss, der auf das Moveset des gewählten Kongs zugeschnitten ist. Mit Tiny muss man hier von einer farbigen Säule zur nächsten gleiten, den Geschossen ausweichen, den Gegner im Auge behalten und dann, wenn er auf einer Säule zum Stehen kommt, den gleichfarbigen Schalter betätigen und ihn unter Strom setzen. Ein gutes Konzept, nur hat man nie die ganze Arena im Blickfeld und dadurch, dass die Kamera automatisch mit der Bewegung mitdreht, muss man beim Springen und Gleiten immer gegensteuern. Es kann leicht passieren, dass man dadurch einen Sprung nicht ganz schafft, da die Abstände zwischen den Säulen recht weit sind. Und obwohl der Sturz nicht tödlich ist, wird man trotzdem in die erste Runde zurückgeworfen. Das ist unheimlich frustrierend, zumal jeder Treffer, egal ob von Jack selbst oder seinen Geschossen, auch oft dazu führt, dass man hinabstürzt. Und gegen Ende des Kampfes bekommt Jack sogar noch einen Angriff, mit dem er selbst auch eine Plattform elektrisieren kann, wodurch das Risiko noch mehr steigt. Ich weiß nicht, warum sich die Entwickler für diese Herangehensweise entschieden haben. Letztendlich passiert das Gleiche, wie wenn man einen Game Over auslöst. Nur hat man nach einem Game Over volle Lebensenergie, während man nach einem Sturz nun mit weniger Lebenspunkten den Kampf schaffen muss. Ich denke, es wäre besser gewesen, wenn die Schalter, die man für den Angriff braucht, erst nach Magics Angriff aktiv werden. Und immer wenn man herunterfällt, startet die aktuelle Runde neu, und zwar mit Jacks Angriff. So muss man trotzdem aufpassen, nicht von den Säulen zu stürzen, es wird aber nicht ganz so unfair. Der vierte Boss ist etwas Außergewöhnliches. Da es sich um den Boss des Wasserlevels handelt, erwartet man ja schon einen Kampf, der das Wasser mit einbezieht. Hier aber haben wir einen Kugelfisch, den wir dadurch bekämpfen, dass wir mit einem Hovercraft durch Tore fahren müssen, um erneut einen Stromangriff auf den Gegner auszuführen. Der Kampf ist zugleich eindrucksvoll als auch frustrierend. Man muss mit jeder Runde mehr und kleinere Tore innerhalb eines Zeitlimits durchfahren, während der Boss einzelne oder ganze Barrages an Feuerbällen schießt oder Schockwellen auslöst, sowie kleinere Kugelfische in den Kampf schickt, die den Spieler verfolgen und explodieren. Dabei wurde der Wellengang annähernd so eindrucksvoll wie bei Rave Race simuliert, wodurch das ganze Unterfangen aber extrem viel Präzision erfordert, die so gut wie unmöglich wird, wenn man dem ganzen Mist hier ausweichen muss. Danach bekommen wir Refights gegen Armadillo und Dogadon. Die Bosse haben jetzt noch Schockwellen zur Unterstützung und gegen Dogadon bekommen wir ein ziemlich cooles Zeitlimit, in dem die Arena in Lava versinkt, aber ansonsten tut man hier nichts anderes. Und im Kamikaze-Kastell erwartet uns eine böse Überraschung. Ohne Vorwarnung taucht K. Rool plötzlich auf. Aber Twist, es ist nur ein Holzaufsteller. Naja, es wäre eine Überraschung, wenn man nicht in der Cutscene sehen würde, wie der Aufsteller zusammengebaut wird. Alles, was man hier macht, ist warten, bis der Aufsteller an einer Seite auftaucht und dann springt man in die Kanone, um ihn abzuschießen und das Ganze wiederholt man dann. Im Wasser schwimmen Kugelfische herum und der Boss kann Laser schießen, aber die Fische sind zu weit weg und die Laser sind zu langsam, als dass man getroffen werden könnte, wenn man in Bewegung bleibt.
Irgendwann spawnt auf der Plattform noch ein langsamer Gegner, den man im Grunde auch ignorieren kann. Die einzige Gefahr in diesem Kampf ist, wenn man den Schuss versaut und zu früh oder zu spät in die Kanone hüpft, da der Kong damit sofort aus dem Kampf geworfen wird und der nächste Kong an der Reihe ist. Aber hierzu muss man dann schon sehr unaufmerksam sein. Ganz witzig ist aber, dass, wenn man alle Kongs über die Mauer geschossen hat, man am Anfang des Levels neu startet und nicht im Vorraum der Boss-Arena wie sonst, da man sich eben selber rausgeschossen hat. Dieser Boss ist wohl der leichteste im Spiel, da seine Angriffe kaum treffen und man sich durch den Gegner auf der Plattform sogar heilen kann. Die Idee war schon ganz witzig, aber als letzter regulärer Boss, ja, da hätte ich mir mehr erwartet. Das heißt, wir haben zwei Bosse, die nicht wirklich bahnbrechend sind und beide wiederholt werden, wobei einer von ihnen immerhin in der zweiten Runde etwas Spektakel bekommt. Zwei Bosse, die weitere Mechaniken erfordern, einer unglaublich schwer und einer unglaublich leicht, beide mit witzigen Ideen, die aber verbesserungswürdig wären, und ein Boss, der die spezifischen Fähigkeiten eines Kongs erfordert, eine Herausforderung bietet und eine erfrischende Herangehensweise hat, aber durch die Kamera und die erbarmungslose Handhabe zu frustrierend wird. Alle Bosse sind irre cool präsentiert, lassen aber spielerisch zu wünschen übrig. Vielleicht kann er das Finale noch etwas rausholen und auch etwas Substanz zum Spektakel bringen. Nachdem wir K. Rools Superwaffe zerstört und seine Kommandobrücke erobert haben, versucht er in seinem Kremlin-Jet zu entkommen. K. Lumsey jagt ihm aber hinterher. Keine Ahnung, ob um ihn aufzuhalten oder um mit ihm zu spielen. Aber aus Versehen reißt er dann den Jet vom Himmel. Und wir müssen nun in das Wrack hineinsteigen, uns dem sicher tierisch angepissten K. Rool stellen. Vorsichtig betreten wir das Innere des Wracks. Und sind in einem Boxring. In einer riesigen Arena mitsamt Publikum. Die Idee an sich ist ja nicht schlecht, aber wie kommen wir denn von einem zerstörten Jet ins MGM Grand? Ich weiß auch nicht, ob mir der Ton dieses Bossfights gefällt. Alle Bosse wurden bis jetzt düster und bedrohlich dargestellt und K. Rool selbst wurde in seinen Cutscenes mit einer kalten, methodischen Bosheit dargestellt. Und jetzt kommt er in seinem lächerlichen Boxoutfit und lässt sich auf einen sportlichen Wettkampf mit den Kongs ein? Soll dies unsere Erwartungen umkehren? Ist das hier das große Vorbild für Game of Thrones Season 8 und The Last Jedi? Wo ist der kompetente und respekteinflößende K. Rool aus DKC 2? Der hätte hier perfekt reingepasst. Aber gut, wie ist der Kampf an sich? Ähnlich wie schon gegen den K. Rool Cutout treten hier alle Kongs gemeinsam an. Nur dass dieses Mal jeder Kong seinen eigenen Abschnitt hat und tatsächlich kämpfen muss. Also eine nette Fortführung des vorherigen Bosses. Es beginnt natürlich Donkey Kong. K. Rool hält sich ausschließlich in der Mitte des Rings auf und Donkey muss in die Ringecken, um dort in ein Raketenfass zu springen und sich auf K. Rool zu feuern. Noch recht simpel, aber vollkommen ausreichend für die erste Phase. Und es nutzt eine von Donkey Kongs Spezialfähigkeiten, egal wie dämlich sie ist. Aber die bloße Verwendung von Raketenfässern in einem Kampf ist natürlich gern gesehen in einem Donkey Kong Spiel. Haben wir K. Rool viermal getroffen, so geht er zu Boden. Doch bevor er ausgezählt wird, retten seine Diener ihn, indem sie die Runde vorzeitig beenden. Und das wird bei jedem Kong so weitergehen. Und da möchte ich gleich noch auf ein witziges Detail eingehen. Unser Ziel ist es, K. Rool auszunocken, ihn nicht mehr aufstehen zu lassen. K. Rool selber will aber nur den Kampf durchstehen, sprich 12 Runden gegen uns durchhalten. Jede Runde hat ein Zeitlimit und wenn wir ihn innerhalb des Zeitlimits nicht besiegen, so versuchen wir es in der nächsten Runde von vorne. Wie das Ganze in der Geschichte Sinn macht, weiß ich nicht. Aber es ist so ein nettes Setup für einen Bosskampf. Leider ergibt sich auch hier wieder das gleiche Problem wie beim Kampf gegen Mad Jack. Denn wenn man mit dem aktuellen Kong bereits Schaden genommen hat, dann hat man in der neuen Runde einfach nur einen Nachteil gegenüber dem Boss. Da man hier aber nicht zum Anfang des Kampfes zurückgeworfen wird, macht es hier zumindest mehr Sinn weiterzuspielen und nicht einfach den Kampf von vorne zu starten. In der zweiten Runde geht es mit Diddy weiter und der darf das von allen so sehr geliebte Jetpack benutzen, um präzise ohne Fadenkreuz auf die Deckenbeleuchtung zu schießen, während man irgendwie versucht stabil in der Luft zu bleiben und K. Rool seine Boxhandschuhe nach dem Spieler wirft. Nicht das schlimmste Unterfangen, aber Spaß ist was anderes. Hiernach ist Lanky dran. K. Rool hat nach seinem Kampf mit Diddy noch immer seinen Kopf in einer der Leuchten stecken und torkelt deswegen blind umher. Man muss nun mit Lankys langen Armen Schalter außerhalb des Ringes aktivieren, um ein Fass zu bekommen, mit dem man eine Bananenschale in den Ring werfen kann.
Danach muss man in eine Ringecke und mit Lankys Posaune K-Rool anlocken und das so abpassen, dass K-Rool dabei auf der Bananenschale ausrutscht. Das Ganze könnte ein wenig präziser sein und K-Rools zufallsgesteuerte Bewegung kann hier und da etwas nerven. Im Großen und Ganzen ist dies aber eine erstaunlich gut umgesetzte Runde. Der Kampf setzt die Ereignisse aus den vorherigen Runden um und setzt voll auf die Stärken von Lankys Design, Moveset und Persönlichkeit. Hiernach ist Tiny dran. K-Rool vergnügt sich wieder mit Stampfattacken und Druckwellen. Da er aber nun schon ein paar Mal in Lankys Kampf auf den Allerwertesten gefallen ist, schmerzt dieser entsprechend und lässt K-Rool alle paar Stampfattacken innehalten und danach der Menge versichern, dass alles in Ordnung ist. Warum die vier Stürze so ein Problem sind, aber nicht die unzähligen, heftigen Stampfattacken, verstehe ich nicht ganz. Aber so ist das nun eben. Während K-Rool abgelenkt ist, muss sich Tiny schrumpfen lassen und durch ein Loch in seinen Schuh hineinschlüpfen und dort sowohl seinen garstigen Zehen ausweichen, als diese auch mit ihrer Federarmbrust zu spicken. Diese Runde spielt genau wie die vorherige zu den Stärken des ausgewählten Kongs und setzt die Geschichte, wenn man so will, des Kampfes logisch fort, wenn auch vielleicht eine Spur zu subtil oder irreführend. Wir hatten nun also zwei ganz gute Runden und zwei eher mittelmäßige. Dann kann ja jetzt eine richtig beschissene kommen. Chunky führt den letzten Kampf gegen K-Rool. Und das Konzept ist im Grunde stimmig. K-Rool stürmt auf Chunky zu und man muss ihm mit einem kraftvollen Haymaker die Lichter ausschlagen. Nur haben die Entwickler so ziemlich alles daran falsch gemacht. Zuerst rast K-Rool konstant quer über den Ring, und zwar unsichtbar. Und Chunky muss in der Mitte des Rings einen Schalter mit einer Stampfattacke aktivieren, ohne sich vorher, währenddessen oder danach treffen zu lassen. Hierdurch erscheinen in den Ringecken Chunkys Spezialplatten, mit denen er unsichtbar wird und K-Rool gleichzeitig sichtbar. Nun muss man wieder zurück in die Mitte und in das frisch erschienene Spezialfass springen, um zum Riesen-Chunky zu werden. Und dann stürmt K-Rool auf Chunky zu und man muss ihm mit dem Haymaker eine verpassen. Das Problem hierbei? Die Kamera ist hinter Chunky, wodurch man nicht so richtig abschätzen kann, wie weit K-Rool tatsächlich entfernt ist. Und mit jeder Phase hat K-Rool ein anderes Tempo und wirft tatsächlich auch Finten. Und in der letzten Phase ist er auch noch unsichtbar. Und Chunky hat immer nur eine Chance, K-Rool zu treffen. Macht er seinen Angriff etwas zu früh oder zu spät, so wird stattdessen er von K-Rool getroffen und man wird wieder zurück an den Anfang der Phase geworfen und verliert entsprechend Lebenspunkte. Diese ganze letzte Runde ist nur Bullshit. Und egal wie gut man vorher gespielt hat, hier kann alles schief gehen und dann muss man nochmal komplett von vorne anfangen. Dabei hätte es ja schon gereicht, die Sequenz, in der man K-Rool schlägt, einfach von der Seite zu zeigen. Es würde deswegen nicht plötzlich Spaß machen, aber immerhin nicht so beschissen sein. Und dieser Abschnitt ist darum designt, dass man in die Irre geführt wird und so Fehler macht, die man nicht vorhersehen konnte. Das ist in einem Spiel wie Dark Souls vielleicht okay, wo man Abstand zum Gegner halten kann, wo man sich Zeit nehmen kann, den Gegner zu beobachten. Aber hier muss man ja zuschlagen, sonst kriegt man von K-Rool eine drauf. Und wenn dann K-Rool kurz für einen Moment stehen bleibt, bevor er weiterrennt, dann geht der Schlag ins Leere und man kann nichts dagegen tun. Man muss wertvolle Zeit und Hitpoints verschwenden. Und das Timing wird man sich in dem Moment auch nicht gemerkt haben. Also wird man beim nächsten Mal auch nochmal einen Fehler machen, bevor man wirklich eine Chance hat, diese Phase zu bestehen. Und gerade in dieser Runde muss man so viel machen, dass das Zeitlimit eh schon irre knapp bemessen ist und man sich gar nicht zu viele Fehler erlauben darf. Ansonsten geht die Runde nämlich wieder von vorne los. Nur dass man eben weniger Hitpoints hat. Wenn man dann aber, nach was weiß ich wie vielen Versuchen, den letzten Treffer gelandet hat, dann darf man sich zurücklehnen, dann feiern die Kongs ihren Sieg unter Beifall. Und K-Rool springt noch einmal auf, scheint fitter als vorher, will Chunky den Garaus machen und wird dann in einer vollkommenen Comic-Relief-Szene von Candy und Funky fertig gemacht. In DKC1 lag K-Rool am Ende reglos am Boden. In DKC2 ist er ins Meer gestürzt und die Krokodile haben sich über ihn hergemacht. In DKC3 ist er halt immerhin durch den Boden gekracht. Aber das hier war nur noch lächerlich. Wenn man K-Rool vom Anfang des Spiels und nun vom Ende vergleicht, erscheint es fast so, als hätten wir es hier mit zwei verschiedenen Spielen zu tun, die einfach aneinander geheftet wurden. Und die Ursache könnte ein verbreiteterer Kritikpunkt sein.
Eine häufig genannte Kritik, die sich jetzt nicht auf irgendwelche technischen Probleme bezieht, ist, dass das Spiel keine richtige Donkey Kong-Identität besitzt, sondern fast schon wie ein Banjo 1.5 wirkt. Zum Beispiel, die Musik der Donkey Kong Country-Reihe setzt viel auf Atmosphäre, wohingegen wir es nun mit Kirk Hopes beschwingten Melodien bekommen, die tatsächlich auch aus Banjo-Kazooie stammen könnten. Konnte man jetzt wirklich feststellen, dass die Musik nicht aus Banjo-Kazooie war? Dagegen die Musik aus der Donkey Kong Country-Reihe. Thank you.
in diesen Spielen entführt. Die Musik in diesen Spielen entführt den Spieler regelrecht in eine fremde Welt, wohingegen viele Tracks in Donkey Kong 64 uns mehr über das Geschehen auf dem Bildschirm grinsen lassen. Die Songs in diesem Spiel sind nicht schlecht, so wie ja auch die Musik im Banjo-Kazooie nicht schlecht ist. Nur der Ton ist anders als das, was man von der Donkey Kong Country-Reihe gewohnt war. Und dann kommt eben hinzu, dass das Spiel ursprünglich als Plattformer geplant war und erst später zu diesem Collectathon wurde, der am Ende viel mehr auf Puzzles setzt, als auf tatsächliches Plattforming. Vergleichen wir doch einfach mal die Geschicklichkeits- und Plattforming-Anteile und die Sammel- und Rätselanteile von diesem Spiel mit seinen Genregenossen. Sagen wir mal, Mario 64 war noch am meisten ein reiner Plattformer. Wenn wir natürlich die 2D-Spiele mit einbeziehen, dann sieht das eher so aus. Und Donkey Kong 64 ist mit seinen komplexen Setups und Rätseln innerhalb Rätseln eher hier. Banjo-Kazooie war so ziemlich in der Mitte zwischen den beiden Spielen, mit vielen Collectibles, die man nicht lange suchen, aber dann über geschicktes Manövrieren erreichen musste. Und diese Aufstellung hat schon etwas Trauriges, wenn man bedenkt, dass sich das Franchise eigentlich hier befand. Aber Rare wollten einfach das Erfolgsrezept von Banjo-Kazooie weiterkochen, weiter verfeinern, schätze ich mal. Deswegen lernen die Kongs alle möglichen Fähigkeiten, egal wie unsinnig die zum Teil sind. Und da bei 5 Kongs einfach nicht genug Fähigkeiten zur Verfügung standen, lernt man halt Upgrades für manche Moves, um damit willkürliche Roadblocks zu entfernen, wie eben die verschiedenen farbigen Schalter. Deswegen müssen wir 1 Million unnütze Gegenstände aufsammeln und deswegen haben wir diesen unpassenden Bosskampf gegen K. Rool bekommen, der doch schwer die Erfahrung mit der Gameshow aus Banjo-Kazooie mimt. Nur, dass wir bei Banjo-Kazooie hinterher noch einen ordentlichen, würdigen Bosskampf bekommen haben. Und das Spiel hier mit einer Comedy-Show aufhört. Das Spiel hat noch ein paar Sachen zu bieten. Da es ein Collectathon ist, können wir uns mit dem Aufheben der Collectibles auch das ein oder andere freispielen. Über das Startmenü kann man eine Reihe an Special Modes starten, sofern diese freigespielt wurden. Hat man Snide alle 40 Blaupausen gegeben, so kann man nun alle Bonus-Minispiele jederzeit angehen, wenn man das wirklich will. Alle anderen Extras bekommt man für das Fotografieren von Bananenfeen. Immer wenn man eine bestimmte Anzahl von Feen gerettet hat, bekommt man nicht nur im Abenteuer einen kleinen Boost bzw. einen endlosen Vorrat an Verbrauchsitems für das Einfangen aller Feen, sondern auch eine neue Auswahl in den Extra-Modi, wie ein Minispiel, in dem man mit Rambi oder En Garde Punkte sammeln muss. Oh, da fällt mir ein, dass Rambi und En Garde in diesem Spiel vorkommen, aber sie haben so wenig in dem Spiel zu tun, dass ich sie tatsächlich bis jetzt vergessen habe. Dann bekommt man einen Kinomodus, in dem man Cutscenes erneut ansehen kann. Man bekommt die Möglichkeit, die beiden Retro-Spiele vom Menü aus zu starten und natürlich die Möglichkeit, Bosskämpfe zu wiederholen. Was ich mir nur hierbei denke, wäre es nicht besser gewesen, die Kronen hierfür zu verwenden? Die Feen haben bereits einen Nutzen im Spiel, aber für die Kronen wurde nur diese unsinnige Tür am Ende des Spiels hingeklatscht. Würden die Kronen die Extras freischalten, hätte man einen echten Anreiz, die Dinger zu suchen. Ein letzter Freischaltbonus ist ein extra Charakter für den Multiplayer, nämlich Crusher. Und damit kommen wir auch gleich zum Multiplayer. Er stinkt. Es ist ein Arena-Modus, wo die Kongs sich gegenseitig bekämpfen können. Es ist kein GoldenEye, es ist kein Smash Bros. Es ist einfach nur ein lauwarmer Mist, der halt implementiert wurde, weil Rare dachte, dass moderne Spiele Multiplayer-Modi brauchen. Und dabei glaube ich sogar, dass ein paar der Minispiele wunderbar für die Multiplayer hätten abgeändert werden können. Aber man verpasst nichts, wenn man diesen Modus ignoriert. Der allerletzte Bonus ist die Belohnung dafür, dass man alle goldenen Bananen, alle Feen, alle Bananenmedaillen und alle Kronen eingesammelt hat. Damit steigt der Spielfortschritt auf 101% und man bekommt ein geheimes Ende, das im Grunde eine Art Mockumentary ist. Alle möglichen Charaktere sind in einem Filmstudio und nehmen alle möglichen Szenen und Zeilen auf, meist mit einem lustigen Ausgang. Eine nette kleine Sache,
meiner Meinung nach aber mehr als Extra-Mode angebracht, da es nichts zum Adventure hinzufügt. Mir wäre eine Sequenz, in der man sieht, was mit K. Rool hinterher passiert, lieber gewesen. Aber zu diesem Zeitpunkt ist das Spiel selber nur noch ein schlechter Witz, also ist es vielleicht ganz passend. Donkey Kong 64 bietet erstaunlich viel Content. 200 goldene Bananen versprechen eine Vielzahl von Herausforderungen, die alle irgendwie gefunden oder freigeschaltet werden müssen. Es gibt so extrem viel zu tun, dass man auf jeden Fall was für sein Geld bekommen hat. Aber leider kann ich das nur für die Quantität und nicht die Qualität der Inhalte sagen. Die Level haben alle interessante Ecken und Nischen, sind aber zu groß mit achtlos hineingeworfenen Collectibles, die durch die Handhabe der Kongs nur umständlich zu erreichen sind. Für mich hat dieses Spiel leider den Abstieg des einst zu großartigen Studios gestartet. Bevor Rare aber zu einem Second-Party-Shovelware-Studio von Microsoft verkommen, sollten sie noch einige begehrte oder zumindest heiß erwartete Spiele herausbringen. Und als nächstes stand der Nachfolger zu Rares Meisterwerk Banjo-Kazooie auf der Agenda. Also freut euch mit mir, denn beim nächsten Mal schauen wir uns Banjo-Tooie an. Das ist lecker.